Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er zeigte uns auf, dass das Gebet in der Gemeinschaft 27 mal besser ist als das Gebet, was ich allein vollziehe. Salatul jama'ati tafdulu salatul fadhi bi 27 daraja. Das Gemeinschaftsgebet ist 27 mal besser als das Gebet, was ich alleine vollziehe. Es gab einmal einen der Salihin, einen Frommen, der jedes Gebet in der Gemeinschaft vollzogen hat. Und einmal schaffte er es nicht und kam zu spät und hat die Gemeinschaft nicht mehr geschafft. Und er war so traurig darüber, dass er 27 Mal betet. Er hat Esha oder das Gebet, was er verpasst hat, 27 Mal gebetet. Er hat gesagt, ich muss das aufholen. Ja, ich muss irgendwie diese Stufe von 27 Stufen schaffen. Und dann legte er sich schlafen, wenn er überhaupt noch Zeit hatte, nach 27 Mal Esha beten. Ja. Was? Ja, und dann hat er geträumt. Was hat er geträumt? Er hat sich selbst im Traum gesehen, auf einem Pferd, auf einem Reittier. Und all die Leute, die mit ihm normalerweise in der Gemeinschaft sind, auf einem anderen Pferd. Und er schaffte es, sie nicht einzuholen. Und dann wurde ihm klar, obwohl er 27 Mal gebetet hat, hat er es nicht geschafft, die Leute einzuholen, die nur einmal in der Gemeinschaft gebetet haben. Allahu Akbar. Und daran erkennen wir, wie wichtig die Gemeinschaft in unserer Religion ist. Aber diese Gemeinschaft benötigt Fundamente, benötigt Grundlagen, benötigt Regeln. Weil der Shaitan mit allen Mitteln versucht, diese Gemeinschaft in Stücke zu reißen. Der Shaitan, er liebt die Spaltung. Er liebt diesen Anblick, dass jeder mit sich selbst beschäftigt ist, weil er dann stark ist. Und er hasst den Anblick der Gemeinschaft. Weil in der Gemeinschaft, wenn die Menschen zusammen sind, sind sie stark. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Alaikum bil jama'a. Haltet an der Gemeinschaft fest. Warum? فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاسِيَةِ. Weil der Wolf frisst nur die Schafe, die abgelegen von der Herde stehen. Da hat er ein leichtes Spiel. Aber wenn die zusammen sind und sich zusammentun, dann kann er nichts tun. Es gibt Videos auf YouTube, wo Löwen versuchen, eine ganze Herde anzugreifen. Schaffen sie nicht. Die Herde ist stärker. Aber sobald sie ein Tier abgelegen von der Herde sehen, dann schmeißen sie sich alle auf dieses Tier. Und das wird dann zu ihrer Beute. Und genauso auch ist es mit dem Shaitan. Er weiß ganz genau, in der Gemeinschaft habe ich keine Chance. Ich komme gegen die nicht an. Die sind stark durch ihre Liebe zu Allah, durch ihr Gebet, durch ihren Zikr. Aber sobald sie allein sind, da sind sie eine leichte Beute. Eine ganz leichte Beute. Ein leichtes Spiel. Und das merken wir auch, oder? Wenn wir alleine sind zu Hause und längere Zeit nicht in der Gemeinschaft waren, kommt der Shaitan. Bring dich auf dumme Gedanken. Du merkst, wie du dich leicht verführen lässt vom Shaitan. Aber wenn du regelmäßig in die Moschee gehst und dann kommst du, tankst du wieder auf. Und du merkst, ich bin stärker als der Shaitan. Weil diese Zeiten, wo du dann alleine bist, die hast du Iman getankt. Und dieses Benzin, das reicht dann wieder bis zur nächsten Gemeinschaft. Und deswegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns das aufgezeigt, welche Regeln wir berücksichtigen müssen, damit die Gemeinschaft nicht gestört wird. Und damit die Gemeinschaft nicht zerstört wird und zerpflückt wird in einzelne Teile. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er nennt in diesem Hadith die schlimmsten Dinge oder die wichtigsten Dinge und Taten, welche die Gemeinschaft kaputt machen und zerbröckeln lassen. Dieses zusammengefügte Mauerwerk schwach werden lassen und in ihm Löcher entstehen lassen und Risse. Sagt nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam,
Al-Mu'minu lil-Mu'min kal-Bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Der Mu'min ist für den Mu'min wie ein zusammengefügtes Mauerwerk, was sich gegenseitig stützt. Es stützt sich gegenseitig. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwarnt uns jetzt vor den Dingen, welche die Mauer brüchig werden lassen. Ja, sie sogar zum Einsturz bringen lassen. Zu einem Einsturz. Sodass sogar ganze Staaten, die vielleicht Jahrhunderte angehalten haben, zu Bruch gingen. Al-Andalus. Als Beispiel. Philostrin. Als Beispiel. Wie kommt das? Meint ihr, das wäre möglich gewesen, wenn die Muslime so wären, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschrieben hat? Meint ihr, irgendjemand hätte Palästina oder Al-Andalus oder all die anderen muslimischen Länder, die jetzt nicht mehr muslimisch sind, einfach so erobern können, wenn die Muslime wirklich Geschwister wären? So wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschrieben hat, wäre nicht möglich. Es wäre nicht möglich. Warum? Weil wir dann stark wären. Und da sehen wir, durch diese Regeln, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam festgelegt hat, ja, können ganze Imperien bewahrt bleiben. Und wenn man sich nicht daran hält, können ganze Imperien, die Jahrhunderte gehalten haben, in sich zerbrechen, kaputt gehen.